Jetzt, wo der Gegner AFK ist, wollte ich noch mit euch über ein Thema sprechen. Und zwar die Nationalmannschaft. Da gibt es nämlich ein paar Sachen, die sich ergeben haben. Bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Und zwar, Jamal Musiala kriegt die Nummer 10, was ich sehr, sehr sexy finde. Musiala mit der 10. Richtig, richtig sexy. Also ich sag, da kaufe ich mir vielleicht sogar ein Trikot. Musiala mit der 10 geht schon sehr, sehr hart. Und es gibt auch News, was das Thema Torhüterposition angeht. Da ist Neuer die Nummer 1. Was sagt ihr? Neuer als Nummer 1 fürs Turnier. Der ist jetzt wohl erstmal verletzt. Also fällt für die beiden Testspiele aus. Ich weiß gar nicht, was genau der hat. Ja, Muskelfaserriss oder so. Ich glaube, der fällt aber nur 2-3 Wochen aus. Ich meine, der sollte dann auch für die Champions League-Spiele wieder fit sein. Mandelentzündung. Ich dachte, der hat einen Muskelfaserriss. Muskelfaserriss ist richtig. Ach, Pavlovic hat eine Mandelentzündung. Okay. Ja, für Pavlovic ist halt schade. Den hätte ich halt gerne mal im DFB-Trikot gesehen. Ich glaube halt bei Pavlovic, den werden sie auch nochmal nominieren. Ob sie ihn dann mit zur EM mitnehmen? Ich würde ihn mitnehmen. Aber ich glaube, warum auch die Entscheidung dann für Pavlovic und zum Beispiel gegen jemanden wie Stiller oder vielleicht auch gegen jemanden wie Goretzka gefallen ist. Ich glaube, das liegt halt tatsächlich daran, dass die halt den einfach saven wollen, ne? Dass der sich halt nicht noch für, was ist, glaube ich, Kroatien entscheidet. Und das halte ich auf jeden Fall für richtig. Weil da haben wir jetzt halt in der jüngeren Vergangenheit mit Usun und mit Kenan Yildiz, der sich ja für die Türkei entschieden hat, halt schon Talente verloren, ne? Serbien ist es bei Pavlovic, okay. Weiß nicht, wie ich jetzt auf Kroatien gekommen bin. Das Ding ist halt, das hat Robby auch gerade reingeschrieben, ich hatte wirklich meine Zweifel beim Neuer-Comeback, ob er wieder an sein Niveau nach der Verletzung rankommt. Aber er hat mich absolut positiv überrascht und absolut verdient wieder Nummer 1. Das sag ich halt auch, ne? Das sag ich halt auch. Also ich habe ja damals auch so einen Call von mir gewesen, als die Neuer-Verletzung damals bekannt geworden ist. Und das soll ja wirklich der Inbegriff von einem richtig ekligen Bruch gewesen sein. Der Skiunfall. Und ich dachte halt damals in dem Alter, okay, das war's. Ich glaube nicht, dass der nochmal Profispiele macht. Wurde ja auch direkt Jan Sommer verpflichtet. Dann hieß es ja auch eine Zeit lang, Bayern sucht schon einen neuen Nachfolger. Aber ich muss halt auch sagen, jetzt wo der wieder zurück ist, Neuer spielt halt bockstark. Und das kannst du nicht verleugnen. Der spielt halt wirklich richtig, richtig stark bei den Bayern. Und ich kann verstehen, dass Leute nach Ter Stegen schreien und den sehen wollen. Weil im Endeffekt ist es halt auch eigentlich traurig, dass Marc-André Ter Stegen um eine krasse Torhüterkarriere im Nationalmannschaftstrikot betrogen worden ist. Aber da sage ich halt, du hast halt einfach Pech gehabt. Du bist zur falschen Zeit einfach geboren. Ich hatte heute genau die gleiche Diskussion mit Manu Thiele auf Twitter. Zeige ich euch einmal ganz kurz. Fand ich nämlich auch ganz interessant, was er da halt gesagt hat. Manu Thiele hat getweetet, als Marc-André Ter Stegen würde ich mir total verarscht kommen. Du spielst seit Jahren auf einem unfassbar konstanten Niveau und es ist völlig egal, weil du eh nie eine realistische Chance hast, die deutsche Nummer 1 zu werden. Hat noch irgendjemand die WM 2022 im Kopf? Darauf habe ich geantwortet, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wir meckern in Deutschland doch immer, dass Legenden nicht richtig wertgeschätzt werden. Neuer ist der beste Torwart aller Zeiten und gerade in absoluter Topform. Also es war noch vor dem Muskelfaserriss. Würde dir recht geben, wenn der Unterschied zwischen beiden Keepern gerade enorm ist, aber Neuer ist ja auch kein Fußballrentner, der aus gutem Willen dahingestellt wird. Ist schade für Ter Stegen, aber er ist einfach zur falschen Zeit geboren. Und da sage ich halt auch, wenn das jetzt nach der Verletzung von Neuer so wäre, dass Ter Stegen der ganz, ganz klar bessere Torwart ist, dann würde ich da absolut zustimmen und auch sagen, ey Neuer, danke schön für die Zeit, du bist eine Legende, aber es reicht halt jetzt nicht mehr, weil wir halt einen Torwart haben, der klar besser ist. Aber solange es sich bei Ter Stegen und Neuer um Nuancen handelt, und das ist so meiner Meinung nach aktuell, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Neuer oder Ter Stegen, rein spielerisch, jetzt gerade in der Form, Ter Stegen war jetzt natürlich auch verletzt, ist jetzt wiedergekommen, wenn wir jetzt rein auf den Vereinsfußball gucken in den letzten anderthalb, zwei Jahren, da war natürlich auch die Verletzung von Neuer mit drin. Ich gebe den Call sogar, dass ich sage, ich glaube spielerisch ist Ter Stegen ein Tacken besser. Und dieser Tacken, meiner Meinung nach, darf nicht reichen, um den besten Torwart aller Zeiten mit so einem Standing aus dem Tor zu verdrängen. Das ist meine Meinung. Weil wenn du so eine Legende hast, so einen Spieler mit so einer Aura, mit so einer Legacy und der immer noch die Leistung bringt, dann würde ich ihn halt nicht droppen für einen Spieler, der dir vielleicht 1 oder 2% mehr Leistung bringt. So, weil das ist so eine Legende, das ist ein Spieler mit so einer Ausstrahlung, mit so einem Standing, auch beim DFB. Deshalb würde ich tatsächlich auch mit Neuer gehen und kann das auch irgendwo verstehen. Muss ich fairerweise sagen. Ter Stegen wird aber zu 100% zur WM und die nachfolgenden Turniere Stamm sein. Der Mann hat noch 10 gute Jahre, um eine DFB-Karriere nachzulegen.
Boah, ich glaube, da unterschätzt du gerade das Alter von Ter Stegen. Ich glaube, der Mann ist doch jetzt auch 30, oder? 31, also ob der jetzt noch 10 Jahre macht, weiß ich nicht. 8 maybe? Ja, ich würde mal 5 sagen. Weiß jetzt nicht, ob das normal ist, dass Torhüter bis 39 auf dem absoluten Top-Niveau sind. Ich würde halt sagen, vielleicht die nächste WM und die nächste EM. Ja. Wir sagen aber auch seit Jahren, es läuft nicht bei der Nazio und wir brauchen neue, erfolgshungrige Spieler. Dann hast du da einen Ter Stegen und da wird gesagt, da reicht es nicht. Da gebe ich dir recht, Bro. Da gebe ich dir absolut recht. Und da würde ich dir bei der Aussage auch immer zustimmen. Jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir über Nationalmannschaftslegenden reden, sehe ich zum Beispiel absolut keinen Platz in der Startelf für Thomas Müller. Gibt es einfach Spieler wie Wirtz, wie Musiala, die unbedingt vor ihm spielen müssen, weil sie ihm so weit voraus sind. Und bei Neuer sehe ich das halt nicht, muss ich sagen. Bei Neuer sage ich, das ist schon ein Spieler, den ich immer noch auf einem sehr, 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 sehr guten Niveau sehe. Vor allem jetzt gerade in den letzten Wochen. Und der Muskelfaserriss ändert für mich da auch nichts dran. So, der wird jetzt halt die beiden Länderspiele verpassen und dann vielleicht noch ein Bundesligaspiel. So, das ist ein leichtes Ding. Die wird ihn jetzt nicht groß rauswerfen. Ich glaube, es ist schon wichtig, halt einfach auch eine gewisse Achse noch mitzunehmen. Am Ende des Tages macht es die Mischung. Du hast ja viele Positionen, auf denen du jetzt schon was geändert hast. Die Nominierung zeigt ja auch ganz, ganz klar, dass Nagelsmann sagt, ey, natürlich nehme ich Spieler aufgrund von Wertschätzung und aufgrund von Standing auch mit, wie zum Beispiel einen Thomas Müller. Aber wenn Leute bessere Leistungen bringen als zum Beispiel ein Goretzka, als zum Beispiel, wen kann man jetzt noch nehmen, wer gerade zu Hause bleiben muss? Die sind jetzt natürlich nicht auf dem Müller-Neuer-Level, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja einen Grund dafür, warum jetzt zum Beispiel so viele Stuttgarter dabei sind. Ne? Also ich muss halt sagen, ich kann das Ding mit Manuel Neuer voll und ganz nachvollziehen. Chat, ihr dürft nicht vergessen, wir reden da über den Nationalmannschaftskapitän über Jahre von dem Team. Über den Kapitän der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob das bei mir die Manuel Neuer Brille ist, ne? Und ich will Ter Stegen in keinster Weise 1% seiner Leistung absprechen. Aber ich finde es sehr angenehm, dass Nagelsmann das Thema so früh zumacht und gleichzeitig wir in Deutschland auch mal ausnahmsweise vernünftig mit einer Legende umgehen. Genau das gleiche bei Kroos. Ich finde, dass Nagelsmann jetzt nur vom Eindruck, den ich gerade habe, es wurde ja noch kein Fußball gespielt, da einen sehr, sehr guten, eine sehr, sehr gute Mischung hinbekommt, aus einerseits noch Leute mitnehmen, die für Erfolg im deutschen Trikot stehen und andererseits neuen Leuten die Chance zu geben. Und an einer Sache beteilige ich mich halt gar nicht, bei Neuer und vor allem bei Toni Kroos, und das ist dieser Mythos, dass die mit ihrem Gesicht für den Misserfolg in den letzten Jahren beim DFB stehen. Das sehe ich bei Neuer und vor allem bei Kroos absolut gar nicht. Absolut gar nicht. 0,0. Ich fand Kroos bei der EM 21 war das noch einer der besten Spieler bei uns, muss ich fairerweise sagen. Und dieser Mythos, dass Neuer bei den letzten Turnieren scheiße war, das teile ich auch nicht. So, ich bin da, Real Talk, das ist so ein schöner Satz, den Fabian Reese bei der Ed Broski Show gesagt hat, weil wir in Deutschland bei Spielern nie darüber reden, was sie können, sondern das, was sie nicht können. Und wir reden bei Neuer darüber, dass der nicht so gute Turniere gespielt hat, weil wir den Maßstab 2014 da drauf legen und sagen, ja, warum hast du nicht wieder ein Turnier im Alleingang gecarried? Und das finde ich halt einfach, das finde ich unfair. Ich finde es nicht fair, wenn darüber gesprochen wird, dass Neuer bei den letzten Turnieren komplette Scheiße war. Das muss ich sagen, sehe ich halt nicht. Also der war bei den letzten Turnieren auch nicht richtig krass. Also auch bei der WM 2022 würde ich eher sagen, dass es ein unterdurchschnittliches Turnier von Neuer war. Bin ich bei euch? Ja. Aber halt nicht, boah, Neuer ist, also ich finde auch da wieder, muss man sich irgendwo in der Mitte treffen. Versteht ihr, was ich meine? Weil Neuer ist nicht, werden wahrscheinlich jetzt einige denken, so wie ich rede, es ist bei Neuer nicht so, oh, der ist eine Legende, der darf scheiße spielen. Das sehe ich absolut nicht so. Aber es ist auch nicht so, dass wir sagen, oder dass ich finde, dass es so ist, dass Neuer die letzten 5 Jahre kacke ist und Ter Stegen völlig zu Unrecht nicht spielt. Und das sehe ich halt einfach nicht. Muss ich sagen. Außerdem zeigt das ja auch rein Zusammenhalt. Ich meine, vor ein paar Monaten, circa 2, hat Ter Stegen noch gesagt, mir ist bewusst, dass ich nach der Rückkehr von Manu wieder die Nummer 2 bin. Das zeigt ja auch, wie gut das abgesprochen ist und das Ter Stegen akzeptiert und auch dem nicht widerspricht.
wie generell, wir haben andere Baustellen als die Torwartposition. Ter Stegen hat in ein paar Jahren vielleicht noch eine WM, EM etc. Standings sind aber verschieden. Und das sage ich halt auch. Also ich finde es absolut gut und richtig von Nagelsmann, weil da gerade einige auch gefragt haben, warum denn keinen offenen Konkurrenzkampf. Es gibt so viele Baustellen in diesem Kader, so viele Sachen, die man jetzt erstmal ausprobieren muss. Kimmich als Rechtsverteidiger. Wer wird der Partner von Kroos? Was stellen wir mit Gündogan an? Da hat er jetzt Nagelsmann schon auf der PK gesagt, dass der Gündogan tatsächlich eher einen Tacken vor Kroos sieht. Und du hast da so viele Baustellenpositionen, dass ich es gut finde, dass man auf der Torhüterposition sagt, ich gehe mit Neuer und ich bin safe. Plus, ihr wisst ja auch, wie die deutschen Medien sind. Was wäre denn jetzt der größere mediale Aufschrei gewesen? Neuer wieder zur Eins zu machen und sein Standing zu bewahren? Oder Neuer rauszuwerfen und dafür Ter Stegen reinzupacken? Ich glaube, damit will man einfach unnötig krassen Schlagzeilen aus dem Weg gehen. Und wie gesagt, das kann ich verstehen. Weil ich sehe halt bei Neuer und Ter Stegen nicht diesen Unterschied zwischen, da haben wir den Überkeeper, ja, und hier ist Durchschnitt, aber der lebt noch ein bisschen von seinem Legendenstatus. Ich sehe die Keeper niveautechnisch ungefähr auf einem Level. Vielleicht Ter Stegen einen Tacken, aber halt wirklich einen Tacken drüber. Und dann kann ich aber auch verstehen, dass man auf Erfahrungswerte, vor allem in der Nationalmannschaft, und die hat ja Ter Stegen nie sammeln können, dass man sich da eher auf einen Spieler wie Manuel Neuer, dass man eher darauf baut. Ich finde es tatsächlich nicht verkehrt, muss ich sagen. Und kann die Entscheidung so auch nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Und ich halte es auch für tendenziell eher die richtige Entscheidung, muss ich sagen. Das ist meine Meinung zu dem Neuer versus Testing DFB-Thema. Ich sehe halt einfach nicht das, was zum Beispiel Manu Thiele geschrieben hat. Ich sehe halt nicht diesen geisteskranken Unterschied zwischen beiden, dass der eine Keeper übel crap ist und der andere halt zu Unrecht dahinterher sitzt.